Eine mechanische Gaming-Tastatur mit deutschem Layout, Full-Size und roten Switches und das für unter 50 Euro. Das findet man in der Regel sehr selten. Die Jacon SKK30 bietet jedoch genau das. Sie ist ab 45 Euro zu haben und bietet wirklich einiges zu dem Preis. Was die SKK30 so besonders macht und warum sie aus meiner Sicht eine der besten mechanischen Gaming-Tastaturen im Preisbereich unter 50 Euro ist, erfahrt in diesem Video. Vorher aber noch eine kleine Info. Falls ihr euch gerade fragt, auf welchem Kanal ihr eigentlich seid, das ist der YouTube-Kanal, der vorher Lost Gamer hieß. Nach langem Überlegen habe ich mich schlussendlich dafür entschieden, dass ich von Lost Gamer weg möchte, weil, wenn man ehrlich ist, hört sich der Kanalname weder nach Technik an, noch nach einem Kanal, der von einem Erwachsenen geführt wird. Also wird der Kanal von nun an Tech Types heißen. Eine Mischung aus Technik und Types, wie das Tippen auf Tastaturen. Passt deutlich besser zum Kanal und ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich mich für den Namen irgendwie schämen müsste oder andere mich nicht ernst nehmen wegen meinem Namen. Ich hoffe, dass nicht allzu viele deabonnieren werden, weil sie keine Ahnung mehr haben, was das überhaupt für ein Kanal ist. Auf kurz oder lang wird die Namensänderung aber vermutlich eher hilfreich sein, das hoffe ich zumindest. Das Kanalbild wird erstmal bleiben, damit man sich zumindest noch etwas orientieren kann, wem der Kanal gehört. Vielleicht lasse ich es aber auch komplett, weil ich es schon relativ clean finde und auch ziemlich einzigartig ist, da es wirklich von mir mit etwas Hilfe von jemand anderen erstellt wurde. Wir werden sehen. Also sagt mir gerne, was ihr von den neuen Kanalnamen haltet und dann geht's jetzt auch schon weiter mit dem Video. Wie immer noch kurz zum Lieferumfang. Die Jacon SKK30 kommt in der typischen Jacon Skiller Verpackung, die meines Erachtens relativ schick ist. In der Box befindet sich die Tastatur selbst mit einem fest verbauten USB-Kabel, welches einen Stoffsleeve hat und 1,8 Meter lang ist, eine Anleitung, in der ihr technische Daten der Tastatur findet, sowie Tastenkombinationen für beispielsweise die Helligkeit der Beleuchtung und ein paar Jacon-Sticker, die könnt ihr euch ja an euer Hausaufgabenheft kleben oder so, wenn ihr das wollt, falls ihr überhaupt noch eins habt. Schaut man sich die Tastatur genauer an, fällt auch direkt auf, dass es sich um eine Low-Budget-Tastatur handelt. Mit einem Gewicht von 867 Gramm wiegt sie zwar doch relativ viel, aber der komplette Body ist aus Kunststoff. Mit ein bisschen Kraftaufwand kann man die Tastatur auch leicht biegen und hört dann das Plastik knarzen. Auch die Keycaps sind aus einem dünnen ABS-Plastik, die Buchstaben sind zwar sauber gedruckt, dafür fangen solche Keycaps ziemlich schnell an zu glänzen, da man ja immer so eine leicht fettige Haut hat, welche sich dann auf die Keycaps ablagert. Hier hilft es nur, die Finger immer sauber zu halten und auch die Tastatur regelmäßig zu reinigen, was man aber ohnehin immer beides machen sollte. Die Jacon SKK30 hat ein ISO-DE-Layout und ist ein Full-Size-Brett. Direkte Multimedia-Tasten findet man hier nicht, die gibt es nur bei Doppelbelegung. Perfekt für alle, die das Numpad brauchen, für mich ist die Tastatur aber viel zu groß. Ich habe versucht damit zu spielen und es ist echt anstrengend, weil ich mich gar nicht richtig traue, die Maus zu bewegen, weil ich sonst ständig gegen die Tastatur donnern würde. Rein optisch ist so ein riesen Full-Size-Keyboard schon was Feines, aber definitiv nicht meine Größe. Tandkeyless-Tastaturen sind das Maximum, was bei mir noch geht. Technisch hat die Tastatur den ganzen Kram, den man so braucht. Eine Polling Range von 1000 Hz, eine Software, eine vollwertige und richtig helle RGB-Beleuchtung und die Wahl zwischen roten und blauen Switches. Normalerweise bekommt man in dieser Preisklasse oftmals nur blaue Switches, mit diesen Zocken ist aber nicht wirklich geil, weil man jedes Mal einen leichten Widerstand in der Fingerkuppe spürt und ein deutliches Klicken hört. Daher habe ich mir die SKK30 mit roten Switches geholt. Die Switches sind von Huano, ist jetzt kein krasser Switch-Hersteller, den man kennen müsste, aber die Tatsache, dass man überhaupt lineare Switches in den Preisbereich bekommt, ist schon cool. In dem Fall haben die Switches eine Betätigungskraft von 45 Gramm und fühlen sich okay an. Nichts Besonderes, aber ausreichend für den Preis. Auf jeden Fall besser als blaue Switches. Auch bei den Stabilizern wurde gespart. Das sieht man schon, wenn man sich die mal genauer anschaut. Richtige Stabilizer sehen nämlich anders aus. Und man hört es halt auch. Die Tasten mit Stabilizer klingen relativ klapprig. Bevor wir weiter über die Gaming Experience mit dem Keyboard und die RGB-Beleuchtung sprechen, folgt jetzt erstmal ein kleiner Soundtest mit der Jacon SKK30 mit roten Switches. Let's go! Ich finde den Sound der normalen Tasten für den Preis in Ordnung, die größeren Tasten mit Stabilizern klingen leider nicht besonders hochwertig. Und so komisch wie die Stabilizer bei der Tastatur gebaut sind, kann man die auch nicht mehr wirklich modden. Ansonsten zockt es sich trotzdem ganz cool mit der Tastatur. Abgesehen davon, dass mir die ganze Tastatur wie gesagt zu groß ist, ist es schon mal ein großer Segen, dass die Switches linear sind. Und auch optisch gefällt sie mir ziemlich gut. Ein relativ unscheinbares Brett,
mit einem Chacon-Logo auf der Leertaste, was mir ziemlich gut gefällt, und allgemein die LGB-Beleuchtung ist wirklich ein Highlight bei der Tastatur. Wir haben hier nämlich keine 3-Zonen-Beleuchtung oder ähnliches, was man bei Tastaturen in der Preisklasse oftmals hat, sondern eine ganz normale vollwertige LGB-Beleuchtung, wie man es auch von höherpreisigeren Tastaturen kennt. Ihr könnt einige Effekte per Tastenbelegung einstellen oder in der Software, die ihr auf der Chacon-Produktseite herunterladen könnt. Zu der komme ich gleich nochmal. Am besten gefällt mir, wie sollte es auch anders sein, die klassische Regenbogenwelle. Die gesamte Beleuchtung ist extrem hell und lässt sich definitiv sehen. Gefällt mir wirklich gut. Und sollte die Beleuchtung im Video flackern, ist das natürlich nur in der Kamera so, in echt flackert da absolut gar nichts. Kommen wir zur Software. Um die zu bekommen, müsst ihr einfach auf die offizielle Chacon-Page gehen, dann klickt ihr oben auf Gaming, Tastaturen, auf die SGK30 gehen und unter Downloads findet ihr dann die Software. Die Software gewinnt zwar keinen Schönheitswettbewerb, ist aber ausreichend und schön, dass es für den Preis überhaupt eine gibt. Ihr könnt hier Makros einstellen oder die RGB-Beleuchtung. Insgesamt 18 Effekte stehen zur Auswahl und ihr könnt einstellen, ob ihr den Beleuchtungseffekt einfarbig wollt oder komplett bunt. Erfüllt also definitiv seinen Zweck, die Software. Was lässt sich denn nun abschließend zur Chacon SGK30 sagen? Sie ist auf keinen Fall perfekt. Sie ist wie gesagt vollständig aus Kunststoff. Die Keycaps werden relativ schnell speckig, wenn man sie nicht pflegt. Und die Switches sind auch nicht die krassesten. Dafür bekommt man ein komplettes Full-Size-Brett mit einem deutschen Layout, eine extrem schöne RGB-Beleuchtung. Also im Ernst, für den Preis ist die Beleuchtung der Hammer. Die Buchstaben sind sauber gedruckt. Es gibt eine kleine Software. Und das vielleicht schon Wichtigste, es gibt die Tastatur mit roten Switches. Versucht mal auf Amazon beispielsweise eine Tastatur für unter 50 Euro zu finden, die Full-Size ist, ein deutsches Layout hat und dann auch noch rote Switches. Nahezu unmöglich. Aber Chacon hat wieder mal das Unmögliche möglich gemacht und ein extrem gutes Preis-Leistungs-Keyboard auf den Markt gebracht. Gute Arbeit, kann ich an der Stelle nur sagen. Und liebe Chacon-Team, ich weiß, ihr habt schon oft unter meinen Videos kommentiert und solltet ihr zufällig auch dieses Video sehen, wann kooperiert ihr endlich mit mir? Ich habe inzwischen gefühlt eure halbe Produktpalette in meinen Videos vorgestellt. Also so langsam habe ich doch echt mal eine Kooperation mit einem Testprodukt von euch verdient, oder? Nee, ich mache natürlich nur Spaß. Aber ich würde mich trotzdem riesig freuen, wenn irgendwann mal was zustande kommt. Auf meine Anfrage per E-Mail kam leider keine Antwort, aber irgendwann werde ich schon eine Kooperation mit euch bekommen, ich werde nicht aufgeben. Dennoch würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Chacon SGK3 zu kaufen. Die gibt es für einen Preis von 60 bis 70 Euro, sie ist deutlich hochwertiger und hat auch etwas bessere Switches. Außerdem gibt es sie auch in Weiß, falls ihr nicht so auf schwarze Tastaturen steht. Zur SGK3 habe ich auch mal ein Video gemacht, ist allerdings schon 2 Jahre her und das war mein erstes Video, also seht es mir nach, dass das Video nicht das Beste ist. Solltet ihr aber aus welchen Gründen auch immer wirklich nur bis zu 50 Euro ausgeben können, dann könnt ihr auch bedenkenlos die Chacon SGK30 nehmen. Weil in dem Preisbereich, mit der Ausstattung, werdet ihr kaum etwas Vergleichbares finden. Und wenn ihr bereit seid, noch ein paar Kompromisse einzugehen, bekommt ihr sie vielleicht sogar nochmal etwas günstiger. Ich habe meine beispielsweise gebraucht auf Amazon gekauft, in einem angeblich akzeptablen Zustand für 31 Euro. War mir aber egal, da ich sie ja sowieso nur für das Video hier brauchte. Tatsächlich ist die Tastatur aber noch im einwandfreien Zustand. Muss jeder selber wissen, ob er die Tastatur gebraucht nehmen würde oder lieber neu kaufen. Wie auch immer. Von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für den Preis. Wenn ich euch mit dem Video irgendwie helfen oder unterhalten konnte, zeigt mir das gerne mit einem Like oder Abo und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.